Und damit herzlich willkommen zurück zu Mad Games Tycoon. Und da klingelt das Telefon schon wieder. Und ja, was machen wir jetzt? Das Ganze? Das Ganze ist natürlich jetzt ganz prinzipiell, ganz simpel. Möchte meine Übertragung ansehen? Nee, jetzt nicht, mein lieber Freund. Jetzt nicht. So, jetzt geht mir das wahrscheinlich die ganze Zeit auf den Sack. So, machen wir mal so. Und ja, wir machen natürlich jetzt weiter mit Mad Games Tycoon, Folge Nummer 3, glaube ich zumindest. Müsste es jetzt sein? Ich weiß es nicht ganz. Doch, müsste die 3 sein schon. Und ja, wir sind immer noch dabei, unser Aufbauspiel hier zu lernen. Nee, wir machen mal eine Auftragsarbeit, würde ich sagen. Machen wir einfach mal die schnell. Würde ich doch sagen, wir haben momentan kein Spiel, wir sind momentan bei Zauberer und Adventure. Nee. Also, wir machen ganz normal weiter unser Aufbauspiel hier. Und ich spule mal ein bisschen vor, dass es ein bisschen schneller geht. Gut, er ist schon fertig. Komm, wir wagen es einfach mal. Oh, das kriegt er hin. Der ist gut, das kriegt er hin. Juhu! Sieh. Alter, los! Gib Gummi! Haben wir die ganze Tagzeit hier. Schmeiß dich raus, wir haben kein Spiel. Und wieder Kohle. Ja! Also ich glaube, wenn das so weitergeht, dann ziehen wir bald um, weil das ist schon eine gute Summe eigentlich. Aber wir sammeln mal noch ein bisschen ein paar Sachen und vor allem tun wir hier uns mal darum kümmern, dass wir hier noch ein besseres, eine bessere Engine wieder hinkriegen. Und dann werde ich mal was ganz Verrücktes probieren mit der nächsten Engine. Das wird absolut verrückt sein. Das schwöre ich. Aber mich interessiert, ob wir dadurch vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld bekommen. Ich meine, wir kriegen so schon gut Geld, ja. Wir ziehen um. Wir ziehen um in ein neues Studio schon, weil so viel Kohle, wie wir jetzt schon haben, da können wir das auf jeden Fall dann mal machen. Aber wir lernen das Ganze jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Und dann werden wir umziehen. Ich setze mir so ein gewisses Limit an Geld, was wir auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall haben will. Dass wir dann mit den total interessanten Dingen beginnen können. Die Musik hat irgendwie was, auch wenn sie sich ständig eigentlich im Endeffekt wiederholt, aber irgendwie hat sie was. Sie passt irgendwie. So, weiter geht's. Haben wir das auch gleich? Joystick? Ach komm, wir machen den Joystick gleich noch. So. Dann haben wir gerade nichts zu tun, würde ich sagen. Komm, wir ziehen mal um. Jetzt ist die Frage, ich ziehe eigentlich gerne gemütlich um. Wir könnten jetzt einfach mal erst in die Doppelgarage ziehen. Oder wir investieren gleich in ein altes Bürogebäude oder in ein kleines Bürogebäude. Die monatlichen Kosten sind 3580. Die sollten wir eigentlich egal wie immer rauskriegen eigentlich, oder? Wir riskieren's. Zack. So, wir sind umgezogen. Das heißt, wir müssen uns natürlich jetzt hier wieder neu einrichten. Klar, ne? Wir machen mal ein schönes Entwicklungsstudio. Hier ist die Tür. So. Wir machen mal ein schönes Entwicklungsstudio. Und dann brauchen wir jetzt ein Chefbüro. Ja, das machen wir natürlich auch hier so an die Tür, ne? Ist ja klar. Das ist ein bisschen zu groß, würde ich sagen, eigentlich. Oder wobei, vielleicht können wir das auch irgendwo anders dahin machen. Ich weiß es nicht.
Wir gucken erst einmal. Wir machen die Forschung natürlich. Die wird. Machen wir die nebendran am besten, oder? Ja, doch, komm. Die Forschung machen wir direkt nebendran hier. Dann haben wir hier noch eine kleine Fläche. Die Forschung ist auch ein bisschen zu groß, oder? Ich kann das nie so richtig abschätzen. Marketing. Mach ich mal. Oh, das können wir eigentlich machen. Ich habe da eine Idee. Eine Idee habe ich. Marketing mache ich mal in Stücken größer, ja? Das kann man ruhig mal, ich würde sagen, so machen. Und wir machen mal da die Tür hin. Das Chefbüro mache ich jetzt hier dran. Und ruhig auch da die Tür hin. Ich weiß nicht, ob das Marketing so reichen wird. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir haben einen Trainingsraum, wir haben einen Lagerraum, wir haben einen Aufenthaltsraum. Der sollte sich eventuell sogar lohnen. Aber den brauche ich jetzt noch nicht. Chefbüro, Forschung, Marketing. Mehr brauchen wir eigentlich momentan nicht. Support könnten wir vielleicht schon mal machen. Das wäre eigentlich schon eine Idee. Und das Ganze bauen wir eben mal dahin. Und das mache ich. Ah, ich bin ein bisschen zu großzügig, glaube ich. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber ich mache den Support mal dahin. Ich glaube, ich bin zu großzügig. Aber okay, wir machen es einfach mal. So, Entwicklungsstudio. Dann einmal hier. Und wir haben ja ein bisschen Kohle noch, ne? Wir haben ja auch, um Gottes Willen. Da können wir auf jeden Fall einiges draus machen. Wir machen natürlich hier andere Schreibtische rein. Zack, zack, zack und zack. Die kommen auch hier rein. Okay, dann duck. Machen wir das hier rein. Das machen wir so. Und hier auch. Oh, okay. Okay. Das war die Marketingabteilung. Ich mache da auch mal drei. Rein. So, das hier ist unser Chefbüro. Da brauchen wir natürlich einen anderen Tisch. 15.000, die investieren wir doch. Hey, natürlich. Hier, unser Chef. Also im Endeffekt wir. Brauchen wir aber im Endeffekt ja nur für gewisse andere Dinge. So, dich wieder hier rein. Du bist Marius Schönland. Marius Schönland war... Na, wo ist er denn da? Nee, das ist der andere. Doch, das ist Marius Schönland. Marius Schönland war, glaube ich, der... Bürohengst. Genau, und er war der Forschungshengst. So, dann haben wir hier Support, Forschung und so weiter und so weiter. Support ist ganz wichtig für unsere Fans natürlich, dass wir die immer im Blick halten können, beziehungsweise dass wir da halt immer dafür sorgen können, dass es denen gut geht. Und da bräuchten wir vielleicht sogar mal einen netten Herren oder eine Dame für die Büroarbeit. Er braucht eine, oder er möchte eine kleine Pinnwand. Das lässt sich doch einrichten. Kommen wir zu dem Verschiedenes. Und die können wir natürlich jetzt auch schön, also manche Sachen, nicht alle natürlich, in die einzelnen Abteilungen machen. Ich mache das jetzt einfach mal da rein. Ist ja wurscht. Ne? Wir können auch hier schön ja, den Gang schön machen. Wir können einen Wasserspender hinstellen schon. Das ist auch gut. Einen Kopierer können wir irgendwo reinstellen. Wenn wir sagen, hey, yo, wir brauchen einen. Momentan brauchen wir, glaube ich, keinen, aber egal. Lassen wir auch mal weg. Ja, Feuerlöscher können wir hinstellen und so weiter und so weiter. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben jetzt mal das. Und jetzt tun wir mal unseren lieben, netten Kollegen einstellen hier. Der gar keine Pinnwand braucht. Was haben wir denn gesehen? Ach, hier oben. Ja gut, egal, haben wir trotzdem schon. Was ist das hier? Mehr Spieler per LAN. Oh. Aber das brauchen wir nicht. Du bist Büroarbeit. Na, gibt's noch einen besseren vielleicht? Guck mal, was hat der? Nö, er hat sogar weniger Geschwindigkeit. Ja, nee. Ja, nee. Dann nimm mal dich. So. Zack. Jo, dann würde ich sagen, starten wir doch mal eine schöne Fan-Kampagne und ich würde sagen, wir starten mal ganz geschwingt einfach mit einer schönen Verlosung. Was haltet ihr davon? Ist doch eine gute Idee. Verlosungen kommen immer bei den Fans gut an. So.
Was haben wir hier? Da haben wir nur das. Und was haben wir hier? Da haben wir noch gar nichts. Okay, das können wir noch nicht. Dann gucken wir mal nach Themen vielleicht. Detektiv, Dungeons, Endzeit. Hm. Fußball hört sich doch mal interessant an. Da könnten wir... Oh, Moment. Mein Kabel hier rumlegen hier. So. So. Fußball. Guck mal, wie schnell der ist. Könnten wir doch mal gucken. Und er könnte doch eigentlich schon mal eine alte Engine upgraden. Und ich würde sagen... Wir tun jetzt mal unsere nächste Engine upgraden. Können wir halt nicht ausrixen, ne? Das ist halt... Das können wir halt nicht ausrixen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir upgraden jetzt diese Engine mal. Ich wollte es eigentlich mit der neuen Engine probieren. Allerdings denke ich mir, wir könnten es auch mal mit der probieren. Wir machen es. Und zwar das Verrückte ist, wir probieren das mal. Einfach. Die Engine kostet nichts, aber ich will eine hohe Gewinnbeteiligung haben von, ich sage mal, 45%. Es ist total verrückt, aber ich habe mir überlegt, dass ich dies einfach mal kurz probiere. Wir produzieren gerade kein Spiel, brauche ich also nicht. Nein. Ja, wir probieren das einfach mal. Ob es gut geht, ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wobei, komm, nee, du bleibst da. Und ich würde sagen, wir stellen mal noch jemanden ein. Ne? Wir können ja noch jemanden einstellen. Für Game Design, Programming, whatever. Vielleicht haben wir da ja jemand Gutes dabei. Aber das sieht nicht so aus gerade. Nicht so gut aus. Dann nehme ich trotzdem den hier, der hat ein paar mehr Werte halt. Vielleicht dann doch mal das den Trainingsraum einrichten. Eine Toilette gibt es natürlich auch, einen Aufenthaltsraum. Wäre auf jeden Fall eine gute Idee für die Erholung von den Jungs und Mädels. Gar nicht so schlecht eigentlich. Produktion und Lagerraum, da will ich noch gar nicht dran, weil erst einmal hier wieder einen Stand reinbringen. Und dann können wir da... Guck mal, da hat gerade eh nichts zu tun und ist eh ein Büroarbeiter. Dann Abmarsch. Unsere Mitarbeiter frieren. Oh. Frostbeulen? Frosties! So. Ja gut, dann kriegt er halt eine Heizung. Mein Gott, ist ja kein Problem. Ne? Ja, bitteschön. Habt ihr eine Heizung? Ich bin jetzt... Muss gerade mal überlegen, ob wir... Hier können wir, also im Trainingsraum können wir unsere Mitarbeiter ausbilden. Ist eigentlich vom Prinzip her gar nicht so verkehrt. Allerdings, Aufenthaltsraum finde ich erst einmal etwas interessanter. Irgendwie, vor allem, irgendwie. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu groß, das ist ein bisschen zu klein, ich weiß nicht. Oh, da oben sieht das aber ein bisschen dann, ein bisschen doof. Wobei, oh, müsste noch gehen. Ich mache den mal so. Ja, ist trotzdem recht klein. Aber okay, wir machen den mal. Einfach so. Wir probieren es mal. Oh Gott, ist der klein. Oh Gott, ist der klein. Oh Gott! Der ist echt sehr klein, wenn ich das mal so sagen darf. Nee, das kann ich nicht machen. Nee. Der ist mir dann doch ein Ticken zu klein. Ein Aufenthaltsraum muss ja schon ein bisschen was, ne, haben. Ja. Und dann machen wir den halt doch in die Länge. Oder wir ziehen den einfach, hoppala, hier so hin. Zack, zack. So. Da ist er ein bisschen in die Länge gezogen. Wir können ihn ja notfalls nochmal kleiner machen. So ist es ja nicht. Nur das Beste für unsere Mitarbeiter. Unser Studio wird das Beste. So, dann mal ein Spielautomat noch hin und sonst gibt es hier nichts mehr, oder? Doch, ein Fernseher, ein Energy-Drink-Automat. Die sind neu hinzugekommen übrigens mit dem letzten Update, wo es gab.
Jetzt gibt es da auch Energy-Automaten, Energy-Twink-Automaten. Und der Kaffeeautomat ist, glaube ich, auch neu dazugekommen. So, so machen wir das mal. Jetzt haben sie auf jeden Fall mal einen Aufenthaltsraum. Ist auch gar nicht so verkehrt, denke ich. Und ich denke mal, den werden sie auch recht gut nutzen. So, ich spule mal nicht ganz so schnell vor. Der geht schon mal was trinken, ist doch schon mal was Gutes. So, die haben die Engine produziert. Die Engine ist fertig. Geupdatet. Jetzt bin ich mal gespannt, ja. Also, wir verkaufen die Engine jetzt für nichts. Wir verkaufen sie für null. Dafür wollen wir aber eine Gewinnbeteiligung von sage und schreibe 46%, glaube ich, waren es, oder 45%. Das ist mal ein Versuch, ja, ein Versuch. So, ihr könnt mal gerade ein bisschen arbeiten und du machst mal ein neues Genre fertig, würde ich sagen. Und zwar, was nehmen wir denn? Keine strategischen Elemente? Nee, Kampfspiel? Nee. Wir haben Wirtschaftssim, wir haben Simulation. Dann nehmen wir doch mal ein Sportspiel dazu, weil das passt ja gut. Gameplay, so, haben sie hergestellt. Das ist gut. So, dann würde ich sagen, wir entwickeln mal unseren ersten Nachfolger und versuchen mal aus Suncraft noch was Gutes rauszuhauen. Denn da haben wir ja nur 20% gekriegt. Gar nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Nee? Deswegen versuchen wir mal Suncraft. Ich weiß nicht, was nehmen wir denn als Namen? Einfach Suncraft 2? Ja, komm, wir nehmen einfach Suncraft 2. Nehmen dafür die Spielgröße B+. Fantasie, das bleibt natürlich alles. Arcade, Wirtschaftssim. Da könnten wir vielleicht jetzt umschwanken zu einer Simulation oder zu einem Aufbau. Ich weiß nicht. Aufbau wäre natürlich sehr gewagt. Ich würde es aber gerne probieren. Also wir haben praktisch einen Wandel gemacht mit dieser Engine. Mit diesem Spiel. Wir probieren es mal. Es kann nicht mehr als in die Hose gehen. Und wir produzieren es auch. Wobei, der Marktanteil ist da nicht mehr so hoch, ne? Gibt es mittlerweile eine neue, die einen guten Marktanteil hat? 6,9. Ah, es hat sich ein bisschen eingependelt. Die Kantari. Die Atari. Geil. 1980. Nee, das lohnt sich nicht. Wir lassen das so, wie es ist. Wohl. Ach komm. 35.000 investieren wir mal. Einfach so. So, dann testen wir das Ganze mal. So, wir haben jetzt einen Wirtschaftssim. Das heißt, die Spiellänge muss da sein. Die Funktionen. Ja, also wir sehen es ja so ein bisschen. Wir können es nach dem alten Konzept zwar richten. Und zwar, wenn wir hier hingehen, haben wir das Konzept im Endeffekt nochmal. Das sind die Einstellungen. Die können wir kopieren, ja. Die können wir komplett kopieren. Ich weiß jetzt nicht, haben wir schon Fanbriefe dazu vielleicht? Jawohl. Viele Fans sind über Qualität von Suncraft verärgert. Einige Fans hätten sich eine bessere Spieltiefe bei Suncraft gewünscht. Da haben wir das nämlich schon. Also eine bessere Spieltiefe. Also, bam. Also wir kriegen so ein bisschen, ja, die Hilfen hier, ne. Wir machen das jetzt einfach mal. Das lasse ich mal und wir probieren es einfach mal. Wir haben noch keinen fertigen Spielbericht. Wir haben keine Spielberichte gemacht, stimmt. So, wir gehen mal auf volles Risiko, beziehungsweise wir gehen auf voll alles. Ja, wir machen einfach mal alles und hier gehen wir noch einen Ticken runter und ich will ein bisschen mehr Gameplay. Ob das gut wird, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. So, sieht das gut aus. Die fortgeschrittene KI passt. Scrolling ist aus, denn das ist das Neue. Sehr gut. Dann produziert mal, meine Freunde. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, ja noch ein Grafikstudio zu eröffnen. Also ein Grafikstudio zu machen. Und das mache ich jetzt auch mal. Zack. Direkt
Direkt. So, Grafikstudio hier. Natürlich auch hier das Beste vom Besten. Das wird nix, okay. Müssen wir dann vielleicht nochmal vergrößern. So, dafür brauchen wir natürlich jetzt einen Grafiker. Ganz klar, ne? Ist ja logisch. Also brauchen wir einen, der gute, mach mal langsamer, gute Grafikwerte hat. 24, der arbeitet gerade da dran. Der hat gute, aber die sind ja am entwickeln, da kann ich keinen. Also ich müsste nochmal jemanden einstellen, ich riskiere es. Gute Grafikwerte und er möchte einen Designersessel. Oh, ein Designersessel will der auch noch. Mein Gott, die werden ja immer zickiger. Nein, hier war ich falsch, oder? Wobei, da war mal falsch, gut. Sitzmöglichkeit. Ein Designersessel. Oh. Ja, hier hast du deinen Designersessel, mein Freund. Mein Gott. So. Dann hast du hier deinen Designersessel und dann leg dich mal hier ins Zeug, ja? Wir können nämlich jetzt hier hingehen und die Grafik nochmal verbessern. Sie arbeiten gerade dran, aber das ist okay. Wir können jetzt sagen, hey, kümmer du dich nochmal um die allgemeine Grafikqualität, arbeite du mal damit dran und dadurch bekommen wir definitiv auch dann nochmal ein paar Werte verbessert. Die Grafik an sich wird schon sehr gut sein, ja, brauchen wir gar nicht zu reden. So, hier haben wir das erste Mal unsere neue Engine mit 201.000 Gewinn, also gar nicht so schlecht, ja. Wir haben jetzt einfach einen reinen Gewinn, wir haben die Engine verschenkt sozusagen, es funktioniert. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft, aber das ist okay. Das ist vollkommen okay, finde ich. Also ich finde es okay. Wir können noch irgendwo... Oh, Publishing-Angebot kriegen wir auch schon. Garantiesumme. Dein Gewinnanteil, 32%. Idle of that. Müssen wir das dann selbst produzieren? Ah ja. Nee. Können wir noch nicht. Wir gehen mal kurz hier auf Engines und dann ist das hier unsere Engine. Wir können den Preis natürlich jetzt hochsetzen. Ne? Wir können jetzt sagen, hey komm, ich will doch eine kleine Summe haben. Ich lasse es aber mal noch so, weil ich will gucken, ob das gut, trotzdem gut geht mit dieser Engine. So. Dann machen wir mal weiter. Beziehungsweise ich beende die Folge hier. Oh mein Gott. Ja, das war's wieder mit der Mad Games Tycoon. Und wir sehen uns an der nächsten Folge wieder. Ich mache hier mal Pause. Check. Wir sehen uns an der nächsten Folge wieder von Mad Games Tycoon, meine Freunde. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, guten Morgen, wie auch immer. Bis zur nächsten Folge. Ciao.